Im Abschluss in Sachen Großchancen versemmeln ist keiner so gut wie Dynamo Dresden. Und jetzt rollt der Ball. Haching stößt an in den roten Trikots von rechts nach links. Und Kutschke mal mit einer Statement-Grätsche. Meisner kommt durch gegen Schwabel. Kutschke im Zentrum und da ist Lemmer. Und das 1-0 für Dresden. 32. Minute. Vorausgegangen. Dieses Tackling von Kutschke. Deshalb ist er jetzt auch erstmal mausetot und völlig am Pumpen. Diesen Zweikampf zurecht weiterlaufen und dann ist es Meier, der das Glück hat, nicht Meisner. Gute Hereingabe und dann schläft Weidner gegen Lemmer und der hat dann keine Mühe. Der ist einfach energischer in Richtung Ball. Vollert kann gar nichts machen. 1-0 Dresden, erste Torchance. Vielleicht ist das genau dieser Knotenlöser, den sie gebraucht haben. Nach einem wirklich bislang fürchterlichen Auftritt. Simon Skalatidis. Nochmal durchpusten. Simon Skalatidis. Skalatidis! Boah! Das war nicht viel mehr als ein Wimpernschlag. Weidner hinterläuft. Keller. Kammerknecht rutscht weg. Sieht da ganz schlecht aus. Und da ist die Riesenchance für Skalatidis. Skalatidis! Und auf der Linie per Hand von Kammerknecht. Oh je, das war's für Claudio Kammerknecht. Das weiß er schon. Da liegt der Reflexartig am Boden. Dann beendet dieses Rot für Kammerknecht. Skalatidis, der da ewig lang überlegt. Und der abgefälschte Ball, ja, wird perfekt rausgekratzt von Kammerknecht. Was für eine Szene. Zum Ausgleich. Eine Minute nach dem dicken Brett für Meisner. Plötzlich diese umgedrehte Fußballwelt. Hops gegen Triljanca. Wow! Vorteil, sagt Skerach, der das abwartet. Und da gibt es die Chance für Cueto. Und jetzt gibt es den Elfmeterpfiff für Dynamo. Cueto holt ihn raus. Schäfer zu spät. Und die Entscheidung ist unstrittig. 74. Minute zu erkennen. Und Zimmer schießt und Cueto. Und dann stellen sich Grattenmacher und Schäfer, der einfach zu bräsig an. Und Grattenmacher ist es letzten Endes, der Cueto zu Fall bringt. Perfekte Sicht für Timo Gerach. Geht die Dynamo in Führung. 74. Stefan Kutschke. Kutschke! Und zwar jetzt. Dynamo Dresden ringt die Spielvereinigung Unterhaching mit 2-1 nieder. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.